Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video mit dem Thema Okemiwaza, die Fallschule. Auch diesmal gilt, dies ist kein Lehrvideo, was bedeutet, wir werden uns nicht in Details stürzen und näher auf die einzelnen Fallschularten eingehen. Innerhalb des Ashiharu-Gushin Ryu-Karate wird keine Fallschule explizit geprüft und findet sich daher auch nicht im Prüfungsprogramm. Aufgrund der vorhandenen Würfe im System müssen jedoch die Basisfallschularten beherrscht werden. Dieses Video lehnt sich daher an das Fallschulvideo des EOS-System Unschutz an. Die Basisfallschularten werden durch einen Hinweis im Video gekennzeichnet. Es gibt nur drei Fallrichtungen. Vorwärts, seitwärts und rückwärts. Darüber hinaus gibt es die Variante mit Liegenbleiben und direktem Aufstehen, wobei auch hier grundsätzlich unterschieden werden kann zwischen einfaches Liegenbleiben oder Liegenbleiben in der Verteidigungsstellung. Wir bevorzugen grundsätzlich Verteidigungsstellung sowohl in der Bodenposition als auch beim direkten Aufstehen. Hier im Video haben wir allerdings alle verschiedenen Varianten mal aufgezeigt. Es gibt Basis-Fallschularten, die jeder beherrschen muss, und darüber hinaus gibt es noch zusätzliche Fallschularten, quasi die hohe Kunst der Fallschule. Diese dienen, um ein bisschen mehr Anreiz zu geben oder bei Prüfungen mehr Punkte zu erreichen, sollte die Basis etwas wackelig sein. Wir haben hier aber alles, wie gesagt, nur in den drei Fallrichtungen kategorisiert und werden in späteren Videos nochmals auf die Fallschularten und die entsprechenden Details eingehen. Beginnen wir nun mit der Fallschule. Vorwärts mit Liegenbleiben in Verteidigungsstellung und verteidigungsmäßiges Aufstehen. Vorwärts mit direktem verteidigungsmäßigem Aufstehen. Hechtsprung. Hierbei handelt es sich lediglich um eine langgezogene Vorwärtsfallschule mit direktem Aufstehen. Freier Fall. Den gibt es nur mit Liegenbleiben. Vorwärtsfallen über ein Hindernis. Vorwärtsfallen über ein höheres Hindernis. Seitwärts mit Liegenbleiben. Seitwärts mit direktem Aufstehen. Das sogenannte Weidenbäumchen. Seitwärts über ein Hindernis. Rückwärts mit Liegenbleiben. Rückwärts mit direktem verteidigungsmäßigem Aufstehen. Rückwärts über ein Hindernis. Federsprung. Gedrehter Federsprung.
Kombinationsfallen, drei Fallschularten ineinander. Dies waren alle Ashihara-Gushin-Ryu-Basis-Fallschularten, welche beherrscht werden sollten. Vorwärts, seitwärts und rückwärts mit liegen bleiben. Alle Fallschularten darüber hinaus sind jedoch auch sehr empfehlenswert und sollten, wenn möglich, erlernt werden. Wir hoffen, damit einen kleinen Überblick verschafft zu haben und verbleiben mit Us.